Ja, mein Name ist Werner Grossen. Ich leite bei Entsorg Recycling Bern den Bereich stationäre Sammeldienste. Darunter fallen die Entsorgungshöfe der Stadt Bern, Schermen und Fellestrasse, aber auch die Quartiersammelstellen, wo die Bürger ihre zum Recycling gesammelten Abfälle herbringen können. Ja, wir nennen uns immer noch Recycling-Weltmeister. Wir sind aber nicht mehr alleine absolut an der Spitze. Wir berechnen 2-3%, die wir erreichen bei der Recyclingquote. Wenn man vergleicht, muss man immer aufpassen, was vergleichen wir, dass man nicht mit anderen Ländern Birnen und Äpfel vergleicht, sondern wirklich das Gleiche mit Gleichem vergleicht. Aber wir sind nach wie vor Recycling-Weltmeister. Ja. Batterien sind zum Teil schadstoffhaltig, nach wie vor. Wir haben den Vorteil in der Schweiz, dass wir die Firma Batrec mit Sitz in Wimmis haben, wo Batterien gesammelt, nachher denen zugeführt werden. Und die Firma Batrec macht das sehr professionell, tut aufbereiten, die Stoffe, die man wieder in den Kreislauf hineingeben kann, separieren und die Stoffe, die man entsorgen muss, fachgerecht entsorgt werden. Ja, ich habe schon ein bisschen erwähnt, das ist halt zum Teil umweltbelastende Stoffe drin. Die Produktion der Batterien ist nicht ganz ohne. Wie gesagt, wir arbeiten dort mit Schadstoffen. Und wenn wir ein Elektrobetriebungsgerät haben mit Kabel, dann können wir das benutzen. Es ist umweltfreundlicher, speziell nur, wenn man den Strom aus erneuerbarer Energie gewinnt.